versuchen, es besser zu machen. Das habe ich nicht gesagt. Doch. Nein? Es hat ein bisschen so gelungen. Nein, also, ich na, viele, also nicht. Viele, die nicken, also ich habe nicht gesagt, man soll nicht wählen gehen. Ja, man soll nur dann wählen gehen, wenn man eine Wahl hat. Ja, wenn ich das kleinste Übel wähle, um etwas anderes zu verhindern, das ist keine kluge Wahl. Wenn ich Milchallergiker bin und ich gehe in eine Milchbar und überlege mir dort, welchen Milchshake kaufe ich mir, damit ich den geringsten Ausschlag bekomme, ist es klüger, nicht in eine Milchbar zu gehen. So mir etwas Neues zu erschaffen, wo es keine Milchprodukte gibt, möglicherweise. Verstehen Sie, was ich meine, worauf ich hinaus möchte? Aber Demokratie ist ein Milchladen zu sein. Nicht die Demokratie. Ja, Saftladen. Saftladen. Ja. Die Parteiendemokratie, das ist für mich keine Demokratie mehr. Weil wenn wir ein Parlament, das muss leider wieder über das Parlament sprechen, was mit Wien auch nichts zu tun hat, wenn es dort so ist, dass es einen Clubzwang gibt, dass eigentlich die Abgeordneten nicht selber entscheiden können, nach ihrem Befinden, sondern einfach das, was sagen wir, aha, ja, was sagen wir, also wir sagen nein, dann ist es sinnlos, dann ist die Demokratie aufgehoben eigentlich. Und ich finde, dass wir anfangen müssen, anders zu denken, in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich bin sicher, du machst es jetzt total gut, dass du auf der Straße stehst und Leute motivierst, ja. Aber du wirst irgendwann enttäuscht sein.